Naja, wir stellten fest, dass irgendwann 2009 eine Feuchtigkeit aufgetreten ist in der Wand. Haben es unserer Vermieterin mitgeteilt. Und seitdem kämpfen wir eben darum, dass das behoben wird. Also ich habe eigentlich Angst um meine Familie, dass alles im Bach runtergeht, wegen so einer Situation. Uns wurde mitgeteilt halt von der Bauaufsicht, dass Einsturzgefahr besteht. Da fühlt man sich schon irgendwo hintergangen. Diese hohen Beseitigungsaufwendungen sind von der alleinstehenden Vermieterin als Frau einfach nicht darzustellen. Nee, gleich stirbst du die ganze Zeit. Ich bin bei live dabei. Kann ich sagen, VW, wer? Mhm. Das ist aber da eigentlich. Komm rein. Ja. Okay, danke. Ja. Langsam, langsam, langsam. Langsam. Sehr, sehr motiviert, das ist schön. Nee, ja, die Kleine hat schon gesagt. Wenn wir das nicht wegmachen, musst du eine Schippe aus dem Kindergarten. Ich starte gerade. Nee, nicht in die Kamera gucken, bitte. Das will ich nicht. Ich mache auf die Feder noch. Naja, wir stellten fest, dass irgendwann 2009 eine Feuchtigkeit aufgetreten ist in der Wand. Haben es unserer Vermieterin mitgeteilt und seitdem kämpfen wir eben darum, dass das behoben wird. Erzählen. Ja, also am Anfang war es halt nur eine Kleinigkeit von der Nässe und dadurch nichts gemacht wurde, ist es halt so gekommen, durch den ganzen Regen, Außenwand, das Wasser eingetreten ist und der Lehm hat das ganze Wasser aufgesaugt und irgendwann ist der Lehm voll und ist halt abgerutscht oder eingekracht. Naja, der Gesundheit der Kinder macht mir schon Sorgen, eigentlich von meiner Frau und von mir auch. Na gut, uns wurde mitgeteilt halt von der Bauaufsicht, Bauamt, dass Einsturzgefahr besteht. Und dadurch sind wir uns halt gezwungen, die Wohnung zu verlassen. Und mit dem Hund, den muss man leider ins Tierheim bringen, weil wir da in der Notwohnung keine Tierhaltung erlaubt ist. Ja gut, den Kindern fällt es schwer, uns fällt es auch schwer. Wir haben uns an den Hund gewöhnt, der ist 1,5 Jahre alt und ist schon nicht leicht. Ja, mit den Ausziehen und Wohnung finden ist sehr schwierig bei einer 6-köpfigen Familie. Die einen wollen keinen Hund, die anderen wollen keine Kinder. Also da muss ich drauf eingehen. Das Verhältnis war eigentlich super gut. Wir haben uns eigentlich immer verstanden. Es waren so keine Probleme, halt nur halt mit dem Schimmel. Und irgendwann, sag ich mal, läuft das Wasser ja über, wenn man dann. Naja, die Vermieterin hat dann wohl irgend hier so eine Sanierungsfirma beauftragt, die sich das angucken sollten. Wenn ich mich nicht täusche, 2009 war das, glaube ich, noch. Die ihren Kostenvoranschlag gemacht haben, bis dahin hat sich nichts getan.
Dazu kommt, dass die Vermieterin vor ca. einer Woche oder 14 Tagen bei Nacht und Nebel ausgezogen ist, wie wir das mitbekommen haben, nicht erreicht haben über SMS und Telefon. Ja, also das finde ich schon nicht ganz gut. Das kann ich nicht direkt sagen. Vielleicht ist ihr das über den Kopf gewachsen, kein Geld oder kann das Haus nicht mehr halten. Was meinen Sie da? Ja, da haben Sie recht. Also, da fühlt man sich schon irgendwo hintergangen und ja. Ihre Familie? Ja, ich hoffe, dass wir jetzt endlich eine vernünftige Wohnung finden oder Haus, wo wir alle mitgehen können, auch der Hund, was uns sehr nahe liegt und ist. Und naja, ja, ich wünsche mir endlich, dass wir zur Ruhe kommen, weil das macht doch stressig. Ich bin berufstätig. Also ich habe eigentlich Angst um meine Familie, dass alles im Bach runtergeht. Wegen so einer Situation, also das ist sehr schade. Okay, und bitte. So können wir das packen. Dann haben wir gelitten, müssen wir unter Brücke schlafen. Das, wo wir jetzt anziehen, ist da viel kleiner als wir hier. Ich darf ja nicht mit in die Wohnung rein. Ist ja verboten oder so. Sieht ja gefährlich aus und ist ja auch gefährlich. Wovor hat man denn Angst, was hier? Ja, dass das Haus einstürzt oder die Decke runterkommt. Schon, denke ich mal, gefährlich.